Der andere ist, dass heute ein weiterer Ort in der Bewegung der Friedenshose in die Zahl der Friedensorte hier. Das wollen wir jetzt beginnen mit dem Friedensgebet. Oh,
verehrte Damen und Herren, liebe Festgäste, herzlich willkommen hier in Nöchling bei der feierlichen Friedensorterhebung. Es haben sich viele Ehrengäste und Wallfahrergruppen eingefunden. Wir haben sie bei der Ankunft die meisten begrüßt. Sehr geehrte Wallfahrer, liebe Nöchlingerinnen und Nöchlinger, alle Unterstützer, Mitwirkenden und Anwesenden, geschätzte Fest- und Ehrengäste. Als Vertreter der weltlichen bzw. politischen sowie kirchlichen Organisationen und als Befürworter des Friedens möchte ich Sie im Namen des Friedenskomitees Nöchling zum nun beginnenden Festakt auf das Herzlichste willkommen heißen. Ich wünsche uns allen ein paar glückliche und schöne Stunden. Möge die Stimmung für uns alle weiterhin in unserem Tun und Handeln gegenwärtig sein, damit wir unseren Beitrag zum Weltfrieden leisten. Danke. Liebe Freunde des Friedens, ich darf jetzt die Ehrengäste, Frau Landtagsabgeordnete Notburger, Astleitner und den Herrn Nationalrat Prinz und den Herrn geschätzten Herrn Nationalrat Georg Strasser bitten, Hand anzulegen bei der Enthüllung. Ja, die Politiker sind zum Arbeiten da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Nöchlinger Friedensherz. Ich möchte mich gleich vorweg entschuldigen, ich habe euch versprochen, ein Friedensherz. Ich habe aber nur den Rahmen gemacht. Denn unser Symbol unserer Friedensorganisation ist die Friedensrose Waldhausen. Die Friedensrose Waldhausen symbolisiert die Blüte Jesus Christus, den Friedensfürst. Und wenn wir jetzt ein Friedenssymbol als Herz haben, dann sollen wir das Herz des Friedensfürsten uns vorstellen. Und das Herz Jesu kann man eigentlich nicht darstellen. Also habe ich nur den Rahmen gemacht. Und wenn wir von der hinteren Seite durch das Herz schauen, also von dieser Seite durch, dann sehen wir die Kirche und den Kirchturm. Und der Kirchturm zeigt nach oben zu Jesus Christus, unserem Friedensfürsten. Und wenn wir von der anderen Seite durch das Herz schauen, dann sehen wir nach oben in den Himmel, in den blauen Himmel. Wir sehen also ein reines Herz. Wir sollen, so wie Jesus Christus, ein reines Herz haben, denn der Frieden geht von Herzen aus. Und als ich wochenlang diese Skulptur des Friedensherzens gestaltet haben, sind immer zwei Gedanken durch meinen Kopf gegangen. Friede und Liebe. Diese beiden Wörter, diese beiden Symbole kann man austauschen, aber nicht gegeneinander ausspielen. Sie sind eins. Liebe und Friede. Wenn du den Nächsten liebst, dann gibst du Frieden. Und wir laden ein mit dem Friedensherzen, dass jetzt der Beginn, der Aufbau der Friedensregion beginnt, denn Nöchling liegt inmitten der künftigen Friedensregion, also unserer Region hier zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. Und das Ziel ist es, mindestens 365 Friedensorte zu finden rund um dieses Herz. Dann sind wir eine Friedensregion und dann wird der Frieden beginnen.
Aber der Beginn des Friedens hat heute schon begonnen, denn unsere drei Aufgaben für den Frieden sind Friedensgebet, Friedenswallfahrt und Friedensarbeit. Sie haben heute schon gebetet, gewallfahrtet, jetzt brauchen wir nur mehr arbeiten. Ich wünsche uns allen somit den Frieden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Herr, erhöre mein Gebet. Lasset uns beten. Herr und Gott, segne alle, die dieses Friedensherz sehen und ihm begegnen. Es soll sie anregen, im Gebet bei dir Hilfe zu suchen, dir und den Menschen ihr Bestes zu dienen und Boten des Friedens zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Thank you.